Nach sowas bewegt sich der Hebel etwa nicht? Vielleicht ist das Ganze ja ein bisschen zu schwierig für euch, was? Okay, vielleicht müssen wir den da wieder drauf machen. Oh, ihr glaubt wohl gerade, ihr werdet besonders schlau, was? Das gibt zwar eine schöne Sauerei, wenn die Viecher übereinander herfallen, aber mir passiert nichts. Und wenn der Bär aufwacht durch den ganzen Lärm? Nach sowas bewegt sich der Hebel etwa nicht? Was machst du da? Der Bär ist doch wütend! Ich lass den Bären frei, ich sag, der schläft sowieso doch nur den ganzen Tag. Oh. Was hast du denn? Was macht ihr denn da? Man kann immer nur zwei Türen auf einmal öffnen. Jetzt sagst du mir die Wahrheit. Sah, sei Dank. Ich sah mich schon auf dem Weg zu Borons Hallen. Hier ist der Schlüssel. Danke, Mann, der nicht spricht. Oder Bauchredner. Ihr werdet mir doch jetzt nichts tun, oder? Nee. Ich frage mal vor, wie er heute gelassen ist. Ihr habt recht. Wie wäre es, wenn wir den guten Mann in eine der leeren Zellen geleiten? Er sieht aus, als hätte er etwas Ruhe nötig. Genau. Eine gute Idee, sperren wir ihn ein. Was? Aber das ist doch nicht nötig. Doch. Was denn, Tomascho? Hast dich doch eben noch so gefreut, in deiner Zelle zu sein. Genau, mit den vielen Bären und Wildschweinen. Da kuschelst du immer schon gerne damit. Dann könnt ihr eine richtige Beziehung aufbauen. Ihr könnt mich doch nicht einfach hier versauern lassen. Ihr habt so viele Leute umgehauen. Wer weiß, ob hier überhaupt noch mal jemand runterkommt. Genau. Wenn ihr aufhört zu schreien, lasse ich euch später wieder raus. Das liegt ganz an euch. Ich glaub euch kein Wort. Ihr kommt eh nicht wieder. Nicht, aber ist egal. Vorher macht nämlich die Leibgarde vom Kommandanten Kleinholz aus euch. Werdet schon sehen. Mal sehen, ob wir es schon sehen werden. Bye. Viel Spaß noch in deiner Zelle mit den Bären. Der irgendwann die Zellengitter durchknabbert hat und dich freilöst. So, hallo. Und rauf geht's noch nicht, denn ich will noch kurz speichern. Oh yeah. So verarscht man den Kerkermeister. Gut, weiter geht's. Fackel nur von der Seite, sieht irgendwie unsymmetrisch aus. Ist egal. Okay, ja, jetzt sind sie auf beiden Seiten. Der Kommandant kann nicht mehr weit sein. Okay. Wird auch Zeit. Ich habe den Kerl ein paar Fragen zu stellen. Hey! Warum? Okay, bekämpft mich in letzter Zeit fast niemand mehr. Ich meine, seht euch die beiden an. Sie stehen nur rum. Na, das soll mich doch ein Ober knutschen. Wenn das nicht die Schnüffler sind, von denen manchmal Männer erzählt haben. Wir haben schon gewettet, ob ihr es bis hierhin schafft. Du siehst aus wie ein Henkersmeister. Immer mit der Ruhe, es ist nicht nötig, noch mehr Blut zu vergießen. Wir wollen nur mit eurem Kommandanten reden. Nur unter Anführungsstrichen. Hörst du das, Metzel? Sie wollen nur reden. Da sind wir mächtig beeindruckt, was? Ja, sollte die auch. Punkt, Punkt, Punkt. Sehr weise Worte. Hört zu, wir wollen wirklich unnötige Gewalt vermeiden. Lasst uns doch einfach durch und wir kaum reden mit zu eurem glauben, dass Kaschmanns Leute mit euch nicht fertig geworden sind. Aber das waren halt nur Pappkameraden. Jetzt kriegt ihr einen richtigen Kampf. Okay. Wo sind deine Pappkameraden? Oh, sie sind ja im Totenreich. Da wirst du sie bald beschwören können, ne? Oh, verdammt. Warum seid ihr draußen, ihr Idioten? Kommt rein. Oh yeah. Weiche! Tja. Hey. Und stopp. Und auf die Lampe. Komm! Und du auch bitte hier. Auf die da. Mal sehen, ob wir sie überleben. Wenn nicht, dann nicht. Oh Mann, Faerys ist am Boden. Ich hau in der ersten Runde. Oder wie Faerys, ne? Hey, Faerys Tussi. Du bist fast tot. Ist das gut für dich? Ja, von wegen, das soll der Schleichweg sein. Was? Wow, unsere Kampfschreie sind unglaublich, nur ich bin stumm. Ich schreibe alles, was ich sage, auf Papier und Faerys ist tot.
aber das ist nicht. Jetzt ist nicht mal tot. Okay, jetzt ist sie tot. Achso. Er liegt nur am Boden. Genauso wie. Bei Angriff Gefahr! Ja. Varys ist einmal tot. Ach du Schande. Ja, einer von den beiden ist. Oh, beide sind bald hin. Okay, das könnten wir mit. Nicht überleben. Wir werden alle krepieren. Vertraut mir, Leute. Oder auch nicht. Oh shit, der Vorgrim ist echt tot. Jetzt liegt es in uns, Kuano. Los, mach hinne! Ach du Scheinde, wir sind tot. Los, schlag ihn! Los, schlag ihn, verdammt! Mach halt deinen Wuchtschlag, wenn du meinst. Yay! Ich bin so episch. Und er ist tot. Und wir haben ein Schild, jawoll! Aber das können wir natürlich nicht nehmen und wir schmeißen halt was anderes weg dafür. Wir geben den Alkohol schön Vorgrim. Der wird ihn gebrauchen können. Okay. Geben wir aber den Alkohol wirklich Vorgrim. Ist mir egal. Ich will nur Platz schaffen in meinem Inventar. Hier deine Pfeile, Ferris. Kohle bekommst du. Das bekommst auch du. Schleifsteine bekommst Vorgrim. Das bekommst du. Damit du schon Schwänze hast hier. Ja, könnte man ein bisschen falsch verstehen. So, hier, der hat ein bisschen Geld dabei und euch geht's anscheinend nicht mehr gut. Ich weiß, mir geht's auch nicht gut. So, jetzt habe ich aber auch ein schnieke Schild hier, ne? Okay, können wir die aufteilen? Ja, können wir natürlich. Ich will 10 zu 20, 10 zu 10 und nochmal aufteilen, 5 zu 5 und nochmal aufteilen, wieder 5 zu 5 und du bekommst 5 und du bekommst 5 und du bekommst 5 und ich nehme gleich eins davon. Hi. Du hier. Oh, du hast hier schon ein paar. Ja. Aber du hattest noch keine und ja. Jeder nimmt sich mal jetzt ein schickes, einfaches Verbanddings. Und jetzt verbinden wir synchron unsere Körper. Und bei ein paar von euch ist es misslungen. Wow, ihr seid echt Genies, ihr könnt euch nicht mal selbst verbinden. Sehr ja, und ich laufe zu viel. Okay, speichern wir es mal.